Hallo Leute, es geht weiter mit Little Big Adventure. Ja, im letzten Part sind wir zur Wüsteninsel gereist, denn das Buch in der Bibliothek hat uns ja gesagt, dass wir hier noch weitere Hinweise zur Legende finden können. Und, oh, guck mal, ein Skelett, das liegt hier so aufgebahrt. Und da drüber, der Baldachin, da ist ein Dickokopf dran. Den habe ich gerade eben das zum ersten Mal bemerkt. Vorher ist mir der überhaupt nicht aufgefallen. Jedenfalls hat uns das Buch gesagt, dass auf der Wüsteninsel eventuell noch etwas über die Legende zu finden sei. Deswegen sind wir hier hingereist mit dem Boot vom Bekannten des Astronomen. Und ja, wir sind dann durch die Verteidigungslinien oder wie auch immer. Moment, wo muss ich hier springen? Ja, genau, einfach hier rüber, okay. Wir sind durch die Absperrung von Dr. Funfrock gebrochen ins Herz der Wüsteninsel. Und da haben wir den alten, verrückten Mann getroffen, der Blumen wachsen lassen möchte in der Wüste. Und der hat uns gesagt, er erzählt uns etwas über die Legende, wenn wir ihm ein Buch zurückbringen, das wir hier im Tempel von Bü finden können. Und ja, deswegen sind wir hier in den Lüftungsschacht gesprungen. Oh Gott, nicht um uns auf Stacheln aufspießen zu lassen. Das hat mich, glaube ich, schon mal in Cave Story. Nein, wir sind hierher gekommen, um dieses Buch zu holen, um dann endlich etwas über die Legende herauszufinden, um damit dann vielleicht unsere Freundin irgendwie zurückholen zu können. Und ich wundere mich gerade, dass hier nichts drin ist. Das ist eigentlich nicht normal. Ah, ich wusste es doch. 50 Caches, ja, die sehe ich doch sehr gerne. Hatte ich vorher wirklich nur so wenig Geld? Habe ich das für irgendwas ausgegeben noch? Ich meine, ich wäre nämlich schon da gewesen, so. Hätte so viel Geld, na egal. Was soll's. Hier haben wir eine Tür. Und da führt ja was Komisches zu diesem Podest hier, deswegen gehe ich mal da drauf. Und was für eine Überraschung, die Tür geht auf. Bloß leider geht sie wieder zu, wenn ich von Podest runtergehe. Das heißt, wir müssen irgendetwas finden, das wir auf diese Statue schieben können. Und hier geht es dann noch weiter. Da liegen noch zwei Skelette. Da ist ein Schalter an der Wand, den drücke ich jetzt noch nicht. Wenn ich den betätigen würde, würde sich diese Plattform hier, unter der ich stehe, weiter bewegen. Und ja, das will ich jetzt noch nicht. Und achtet mal auf diese Wand hier, vor der ich jetzt stehe, ja. Achtet mal darauf. Und wenn ich dann später nochmal hierher komme, guckt mal, was mit der Wand ist. Ja, ja. Aua. Ja, jetzt laufe ich schon gegen Stufen hier. Tönsen hat sich den Zeh gestoßen. Und ja, hier muss ich auch aufpassen. Man kann schon erkennen, da befinden sich etwas dunklere Platten im Boden. Und wenn ich auf diese Platte drauf trete, aktiviere ich eine Falle. Ich gehe mal hier vorbei, weil hier ist noch eine. Dann sieht man das besser, wenn ich drauf trete. Spuckt diese Statue Feuerbälle. Hm, schön. Ich will mich davon lieber nicht treffen lassen, denn Feuerbälle tun weh. Also, von denen wollt ihr euch bestimmt auch nicht treffen lassen. Denn die sind überhaupt nicht gut. Nicht gut für die Gesundheit. Nein, nein, nein. Hier ist auch natürlich ist auch noch zu. Und da kommen Stacheln aus dem Boden geschossen. Juhu. Stachelbälle, um genau zu sein. Ja, ich kann noch ein bisschen Leben gebrauchen. Laufen wir mal hier weiter. Da sind noch Vasen. Da ist bestimmt auch noch irgendwas drin. Komm, gib mir noch ein bisschen Geld, bitte. Na, Herzen. Okay, Herzen kann ich auch gerade gut gebrauchen. Und ich wechsle mal den sportlichen Modus. Obwohl... ja, ich wechsle den sportlichen Modus. Und ich gehe ganz vorsichtig hier hoch. Denn, jawohl, das ist eine weitere Falle. Dieses Ding, er würde uns erwischen und wir könnten, wenn wir einmal von ihm getroffen werden, nur noch sauschwer von ihm wegkommen und es würde uns garantiert töten. Deswegen bin ich da lieber mal vorsichtig, denn ja, ich habe eigentlich vor, hier nicht zu sterben. Und hier ist ein Schalter. Moment, den aktiviere ich. Dann geht die Tür auf. Ich hoffe, die andere Tür ist jetzt auch aufgegangen. Die hier vorne war... Ach nee, hier ist noch ein Schalter. Gut, dann aktivieren wir damit diese Tür, dann ist das kein Problem. Können wir hier rein. Ah, ich hasse diese Dinger. Soweit ich mich erinnere, machen die entweder sehr viel Schaden oder sie töten mich direkt. Na gut, die Dinger an der Wand, die Feuerballe spücken, die sind jetzt nicht so gefährlich. Dann wenn wir uns mal treffen, dann treffen sie uns halt. Das macht mir nicht so viel aus dem Kleeblatt. Moment. Bevor wir das aufsammeln können, aktiviere ich doch mal das hier. Und alles wieder voll. Wunderbar. Wenn uns jetzt die Kleeblätter noch... Ich habe gerade alles voll gehabt. Na toll. Aber ich fand den Sound ziemlich cool, als der Feuerball Twinsen genau ins Gesicht getroffen hat. Und hier haben wir ein ähnliches Podest, bloß ohne Feuerbälle. Und diese Statue, hm? Besteht da nicht eine gewisse Ähnlichkeit? Also ich meine, unsere Nase ist jetzt nicht so groß und unser Kopf ist ein wenig mehr oval, aber... Na gut, uns fehlt auch das Medaillon, das da um den Hals hängt.
Aber die Ähnlichkeit, ja, wir sind auch ein Quetsch. Diese Statue stellt ein Quetsch dar. Äußerst mysteriös das Ganze. Und ja, wir schieben sie mal hier mit unseren Füßen, weil wir sind einfach zu cool, um unsere Hände zu benutzen. Ist halt Twinsen, ne? Und ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, was wir mit dieser Statue anfangen können. Wir schieben sie jetzt mal hier weiter und irgendwie benutzen wir dann auch diese fahrenden Plattformen, die ich noch nicht aktiviert habe, um diese Statue irgendwie. Ah, hallo? Nee, so. Um diese Statue oder Büste, das zeigt ja nur den Kopf und den Oberkörper ohne Arme. Das heißt, dann ist es, glaube ich, eine Büste. Auf jeden Fall wollen wir die dann zu dem anderen Podest bringen, wo die Feuerbälle waren und die Tür, so dass wir halt die Büste einfach auf das Podest stellen können und die Tür offen bleibt, damit wir durch können. Denn ihr habt ja gesehen, sonst gibt es hier momentan keinen weiteren Weg, den wir beschreiten können. Und ja, es dauert jetzt noch ein bisschen, weil Prinz ist nicht der schnellste Schieber. Und wenn ich. Oh, gut, wenn ich renne, dann geht es ein bisschen schneller. Ich muss bloß halt aufpassen, dass ich nicht dagegen renne. Und Schalter. Ich habe die nicht geholt. Ich frage mich, ob ich die mit dem Ball aktivieren kann von hier oben. Nein, so nicht. Aber das müsste theoretisch möglich sein. Nein. Moment. Das geht bestimmt. Vielleicht, Moment, ich gehe mal auf die andere Seite. Weil irgendwie hier so Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Zumindest stimmt das so ein bisschen. Und dann. Ja, ich war zu weit vorne. Das musste da unten gegen die Wand prallen. Ach, wisst ihr was, Leute? Das dauert mir jetzt zu lange. Es ist auf jeden Fall möglich, aber ich drücke den Schalter jetzt so. Weil ich hätte hier noch Ewigkeiten gebraucht. Und ich glaube, das wollt ihr nicht sehen, wie ich hier irgendwie 10 Minuten oder ein ganzes Video damit verschwende. Na, kommst du runter? Okay. Nur diesen blöden Schalter mit dem Ball zu treffen, wenn ich ihn auch per Hand aktivieren kann. Also, das will ja niemand sehen hier, ne? Aber wir haben die Plattform. Da ist noch eine Mini-Statue. Mir fallen hier gerade total viele Details auf, die mir noch überhaupt nicht aufgefallen sind. Hier ist. Da steht so eine Mini-Statue, von der die gerade eben da war und Feuerbälle auf uns geschossen hat. Und da oben hockt auch eine. Auf dem Vorsprung hier. Moment. Dem da. Da oben hier. Da oben. Ich denke mal, ihr könnt das sehen. Gut. Die Statue oder die Büste ist jetzt hier auf der Plattform. Das heißt, ich springe mal wieder hier runter und aktiviere den Schalter erneut. Und ja, die Plattform fährt jetzt darüber und mit. Ja, die Statue oder die Büste ist mir jetzt egal. Ich sage Statue oder Büste, je nachdem, was mir gerade als erstes einfällt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier zurückkomme. Am besten. Also, ich habe das immer so gemacht. Ich bin hier hoch, gut. Dann gehe ich hier ein bisschen lang und versuche darüber zu springen. Mal sehen, ob es klappt. Nein, es klappt natürlich nicht. Denn hier bin ich ja runtergefallen, weil da die Treppe war, die kleine. Aber nein, ja, ich wollte jetzt nicht zeigen, wie man gegen die Wand läuft, sondern ich wollte einfach nur zeigen, hier komme ich nicht wieder hoch. Das heißt, ich muss da ein bisschen tricksen. Aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Hoffe ich zumindest. So, komm. Ah, ich glaube, das war. Oh, das war gerade gut genug. Ich hatte Angst, dass ich jetzt zu weit vorne gestanden hätte. So dass ich einfach drüber gesprungen wäre. Jetzt drücke ich mal ein bisschen in die Richtung. Spring Twinsen! Und wunderbar, es hat ausgereicht. An dieser Stelle hänge ich jetzt auch nicht lange. Das ist. Gut, aua, das tut weh. Das tut doch weh. Drücken hier noch den Schalter und die Plattform kommt dann auf unsere Seite. Und wir können sie weiterschieben. Und da sind wir jetzt auch fast schon da. Hier ist die letzte schwebende oder gleitende oder wie auch immer. Jedenfalls die letzte Plattform, auf die wir die Statue schieben müssen. Dum -dum -dum -dum. Sportlich, das geht schneller. Ja, außer ich fall runter, dann geht es nicht schneller. Und habt ihr auf die Wand da unten geachtet? Jaha. Die Wand ist weg und da ist jetzt ein Gang. Und ich werde nicht in diesen Gang reingehen. Es ist aber, falls uns jetzt die Statue hier runterfallen sollte, ich weiß nicht, ob man hier die Treppe hochschieben kann, ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall können wir, wenn wir in diesen Geheimgang reingehen, wieder da rauskommen, wo wir die Büste her haben. Das heißt, da, wo die zwei Gesichter waren, ich glaube daneben, also da, wo auch die Klingen im Boden waren, warum kann ich jetzt hier nicht mehr hoch? Na gut, dann schiebe ich das so. Auf jeden Fall da, wo die Klingen aus dem Boden kamen und dann halt so sägeblattförmig da langgeschrappt sind und die Gesichter an der Wand waren, die Feuerbälle geworfen haben. Moment, den müsste ich aber mit dem Ball treffen können. Dann spare ich mir nämlich da unten die Skelette zu bekämpfen. Um den. Nein, das war zu weit. Auf jeden Fall komme ich dann da wieder raus, wenn ich durch diesen Geheimgang gehe und der ist halt nur offen,
wenn ich die Statue dabei habe. Nein, das ist noch nicht ganz. Ich krieg das hin. Ehrlich, ich kann das. Nein, so nicht. Noch ein bisschen weiter drehen, Twinsen. Das wollte ich eigentlich nicht. Hier, das arme Skelett. Gut, dann machen wir das so. Töten wir das Skelett von hier oben. Dann ist das schon mal kein Problem mehr. Ich würde doch eigentlich gerne den Schalter treffen. Warum kriege ich das nicht hin? Okay, ich möchte die Statue auch ungern darunter schieben. Das wäre jetzt weniger optimal. Dann müsste ich den ganzen Weg nochmal machen, glaube ich. Wisst ihr was? Ich mache das, mach die beiden Skelette fertig, damit ich den Schalter per Hand aktivieren kann, weil irgendwie bin ich gerade zu blöd, das Skelett zu treffen. Noch blöder als den Schalter zu treffen. Weißt du was? Dann machen wir es eben auf die normale Tour. Wir gehen die Treppe runter und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt unsere Schläge wehtun, weil dann würde ich die verprügeln. Wobei, ich glaube, die haben eine höhere Angriffsreichweite. Deswegen, ich gehe einfach in den aggressiven Modus. Dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, sie zu treffen. So, eins ist tot, gib mir ein Herz. Danke, dann ist mein Lebensenergie auch wieder voll. Und du kannst mir bitte Magie droppen, denn ich habe gerade hier ziemlich viel Magie verschwendet. Er stirbt, er stirbt, er stirbt. Dankeschön. Ja, Lebensenergie, gut, brauchte ich jetzt nicht, aber was soll's. Drück mir den Schalter. Und damit bewegt sich diese Plattform hier auch weiter. Und wir können die Statue gleich endlich auf den vorgesehenen Sockel schieben, damit wir weiterkommen. Ne, komm schon. Ne, komm schon, komm schon. Okay, ich habe, glaube ich, bei dem Kistenschieberätsel gesagt, dass das das einzige Schieberätsel im Spiel war. Ich meine, man kann das jetzt hier auch als Schieberätsel ansehen, aber ich weiß nicht, Schieberätsel sind für mich so Dinger, wo man Kisten verschieben muss, um weiterzukommen. Entweder. Hui. Gut, dass uns das nicht getroffen hat. Sah aber auf jeden Fall cool aus. Auf jeden Fall Schieberätsel für mich. Kisten verschieben, um weiterzukommen. Entweder so wie hier in diesem Spiel auf bestimmte Punkte schieben. Egal, ob es jetzt Schalter sind oder was weiß ich, oder aus dem Weg schieben. So, ihr seht, da ist ein Loch. Und ja, ihr könnt euch vielleicht denken, was jetzt passiert. Ich renne einfach mal, dann sieht man's. Und es verfolgt ein weiteres Ding hier. So ein Baumstamm mit Stacheln dran. Deswegen muss ich schnell sein. Und hier ist ein Schalter. Oh, komm schon, komm schon. Drückt den Schalter, dann geht die Plattform runter. Und voilà. Der Baumstamm fällt runter und wir können getrost weitergehen. Aber ich werde jetzt hier trotzdem mal runterspringen, denn ich möchte euch einfach zeigen, was hier unten ist. Und hier gibt es auch noch ein bisschen Geld, was ziemlich nützlich sein kann, denn die 200 Caches brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe eigentlich keine. Hallo, du schon wieder. Ja gut, der Baumstamm kommt immer wieder, das heißt, hier werde ich dann. Das war knapp. Hier werde ich dann gleich nochmal drüber springen müssen, aber das dürfte kein Problem sein. Hier schon mal 10 Caches. Immerhin, wir sind jetzt schon bei 97. Das heißt, noch drei weitere. Und die werden wir hier wahrscheinlich auch noch bekommen. Also wir auf 200. Dann haben wir ausgesorgt. Ich glaube, mehr Geld brauchen wir nicht. Zumindest nicht großartig. Und hier, ja. Hier, aber haben wir. Man hört wieder den Herzschlag. Oh, cool. Wir haben einmal Skelette und diese Dinger, die machen anscheinend nichts, aber man sieht ja hier eine bewegende Plattform. Die ist gerade hier oben. Und ich kann mit dem Schalter hier die Plattform aktivieren. Wenn ich das mache. Oh, da war noch ein Geheimer. Der hat sich überhaupt nicht abgehoben von den anderen, wie man hier sieht. Wenn ich auf so ein Ding komme, hört die Plattform auf, sich zu bewegen. Hier, sie bewegt sich und ich gehe drauf und sie bewegt sich nicht mehr. Aber jetzt mache ich mal erstmal das Skelett fertig. Denn das hat sich irgendwie gestört davon gefühlt, dass wir den Schalter aktiviert haben und ist aufgewacht. Also tut mir leid, dass ich deinen Schönheitsschlaf gestört habe. Aber 40 Caches habe ich zu viel versprochen. Damit sind wir jetzt auf 237 und wir haben jetzt auf jeden Fall genug Caches. Boah, gut, ich dachte gerade, ich wäre wieder auf einen versteckten Schalter gekommen. Wir haben jetzt genug Geld fürs gesamte Spiel. Und so muss ich nicht mehr irgendwie in der Bibliothek da. Okay, du wirst davon abgehalten. Du gefällst mir nicht. Du gefällst mir nicht. Ich muss nicht mehr irgendwo grinden. Ich dachte gerade schon, weil es schon wieder stehen geblieben ist. Komische Plattform. Jedenfalls, was ich sagen wollte, jetzt der dritte Anlauf. Ich muss nirgendwo irgendwie grinden, um noch an Geld zu kommen, weil ich jetzt genug Geld habe.